Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tristalk. Unser heutiges Thema ist Bio. Also heute habe ich mal vor, das Video ein bisschen besser zu strukturieren und nicht so wie letzte Woche, wo ich halt erstens das Videomaterial von der Woche davor genommen habe und auch so ein bisschen ungeordnet geredet habe, meiner Meinung nach. Deswegen werde ich jetzt jedes einzelne Thema einzeln ansprechen, zum Beispiel mein Fazit und den ganzen anderen Spaß. Und ihr habt halt eine etwas bessere Übersicht über das Ganze, was ich hier fabriziere. Fangen wir erstmal an. Bio. Bio-Lebensmittel ist jetzt ziemlich allgemein. Ich würde mal anfangen mit Biofleisch als Anfangspunkt, so von wegen, was ist besser daran, ist es besser für die Tiere, leben die vielleicht dann in Freihaltung, sind nicht so doll eingesperrt, leben die draußen und den ganzen Spaß. Und darüber würde ich dann gerne mal mit euch reden. Also zu Anfang erstmal wieder Hände wechseln, weil mein Objektiv einfach scheiße schwer ist. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Biofleisch. Es ist ja so geregelt. Bio muss erstens landwirtschaftlich dynamisch hergestellt werden. Das heißt, es dürfen keine Sachen weggeschmissen werden und es darf auch nicht unwirtschaftlich gearbeitet werden. Sie werfen sehr wenig weg. Das ist erst dann bei den Endmarkt, der dann den ganzen Scheiß wegschmeißt, der zu viel produziert worden ist. Oh, das war ein Stein. Und es wird halt auch sehr wirtschaftlich gehandelt und wirtschaftlich hergestellt. Das heißt, es wird zum Beispiel der Dünger und der Kot von den Schweinen zum Beispiel vorher für die nächste Generation genutzt, um die Felder zu bestellen. Und der ganze Spaß nennt sich dann wirtschaftlich handeln. Das heißt jetzt aber nicht, dass es den Schweinen dadurch besser geht. Der nächste Punkt, der anzusprechen wäre, ist dann, wie werden die Tiere gehalten? Sie werden auch immer noch in Käfighaltung gehalten, zwar jetzt nicht so extrem und auch nicht in einem Käfig, stell dir mal ein Schwein in einem Käfig vor, das wäre ziemlich krass, sondern halt in Gittern. Die haben aber einen größeren Platz und mehr, naja, wie soll man es formulieren, mehr Bewegungsfreiheit. Und die haben auch, das ist vorgeschrieben, sie müssen eine Stelle nach draußen haben. Wie groß jetzt aber die Stelle nach draußen ist, das müsstet ihr jetzt im Internet nachgoogeln. Ich habe hier momentan nicht unbedingt den besten Empfang. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht unbedingt so viel sein wird, wo die halt dann herumschweineln können. Und im Dreck suhlen werden sie sehr wahrscheinlich auch nicht. Ich denke mal eher, dass das Ganze so geregelt ist, dass die Schweine halt draußen die unsaubere Stelle haben, weil Schweine ja sehr reine Tiere sind, haben die meistens immer eine Stelle, wo sie halt ihren Abfall fallen lassen, wenn man so formulieren will. Und die andere Stelle ist dann die gute Stube, wo es halt warm ist, wo sie sich aufhalten, wo sich je nachdem ihre kleinen Säulein stillen und den ganzen Spaß halt. Und das ist in der Industrie halt meistens so geregelt, dass die halt einen kleinen Auslauf haben, wo sie halt dann hin können und einen etwas größeren Aufenthaltsraum, wo sie sich aufhalten. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt alles immer noch festgelegt und immer noch sehr, sehr industriell. Das Ganze geht natürlich aber auch für kleinere Betriebe. Die müssen dann nicht unbedingt biozertifiziert sein. Die können auch einfach sagen, wir verkaufen unser Fleisch mit Gesicht. Dazu werde ich euch unten in der Fußnote, wie man es auch immer nennen will, also unten in der Videobeschreibung, einen schicken Link reinpacken von einem super Video, einer super Doku über Biofleisch. Da kommt auch eine Passage drin vor, da wird halt Fleisch hergestellt für den Endverbraucher, der sich halt vergewissern will, dass er gutes Fleisch kauft. Ich finde das Prinzip auch super und 1A. Ich muss echt sagen, Respekt an die Sache. Da werden Tiere halt fotografiert. Und du kannst dir dein eigenes Schwein halt kaufen, was dann für dich weiterverarbeitet wird als whatever, Kochschinken, Bierschinken. Du kannst den ganzen Spaß halt auswählen. Oh, es kommt ein Sinnlein auf. Ich finde es super. Ich finde die Idee dahinter auch klasse. Nur ob das so groß ausbaufähig für den ganzen Markt ist, ist fraglich. Weil sobald eine Sache gut funktioniert, mischt sich die Industrie mit ein. Und sobald die Industrie dabei ist, kannst du das eigentlich eh gegen die Wand schmeißen. Weil die dann wieder irgendwas gefunden haben, um es billiger herzustellen, worunter dann wieder die Tiere oder der Endverbraucher leiden. Und das muss echt nicht sein. Und sollten die Tiere und der Endverbraucher nicht darunter leiden, dann sind es die Arbeiter, die den ganzen Spaß herstellen. Und das ist meiner Meinung nach auch kein feiner Zug, weil die Leute arbeiten dafür und müssen ja auch irgendwo von leben können. So, damit hätten wir dann das Fleisch abgearbeitet und ich merke gerade, es ist fucking heiß hier, wenn man keine Bäume über sich hat. Naja,
Wir sind mal wieder fast an die Hälfte des Weges herbeigeschritten. Und der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist die Überbelichtung in meinem Video. Nee, Spaß. Der nächste Punkt wäre dann, was halte ich von Bio persönlich? Ist es wirklich sinnvoll? Ist es lukrativ? Ist es massentauglich? Naja, was bekommen wir mit von den Medien und dem ganzen anderen Spaß? Natürlich ist es massentauglich. Es wird in Supermärkten verkauft. Es wird in Discountern verkauft. Es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Supermarkt und einem Discounter. Es gibt es schon. Jeder kann sich Bio kaufen. Es ist nicht unbedingt sehr viel teurer wie normale Ware, auch wenn uns das immer wieder gesagt wird oder dass wir uns das selber sagen, es wäre so viel teurer. Eigentlich ist es gar nicht so teuer, weil es halt auch industriell hergestellt wird. Bio-Kiwis, Bio-Äpfel, den ganzen Spaß kann sich normalerweise fast jeder leisten. Und dann ist es natürlich fraglich, ist das wirklich noch Bio oder ist das einfach nur noch Industriescheiße? Meine Meinung über Industriefleisch, Industriescheiße habt ihr ja schon, je nachdem, wenn ihr den Kanal schon länger verfolgt, schon mal gehört. Ich halte davon sehr viel, nämlich Abstand. Jeder sollte seine eigene Meinung darüber haben, von was er sich ernährt und was sein täglich Brot ist. Weil wir sollten nicht vergessen, wir sind immer noch Tiere. Wir fressen oder essen, je nachdem, wie man es aussprechen will. Meiner Meinung nach, in unserer Generation fressen wir. Da wir Zeug essen oder fressen, was jetzt nicht unbedingt mehr dem Standard der letzten Jahre entspricht. Qualität wird an letzte Stelle gestellt und wir machen es eigentlich nur noch aus dem Zweck heraus, um satt zu werden. Uns ist meistens scheißegal, was wir da essen. Wir gucken noch nicht mal hinten auf die Verpackung drauf, weil wir es auch eigentlich gar nicht wissen wollen, was da drin ist. Naja, und nun mein letzter Punkt. Was könnte man besser machen an Bio? Ich habe zwar jetzt eben nur Fleisch als Beispiel genommen, aber ich muss sagen, mich am meisten interessiert mich eigentlich das Fleisch. Weil du hast da ein Lebewesen, was für dich stirbt. Und du musst dir gewiss sein, bei jedem Scheibchen Fleischwurst, was du isst, isst du da gerade ein Leben. Beziehungsweise etwas musst du für dich sterben, damit du dich ernähren kannst. Meiner Meinung nach natürlich könnte man jetzt auch noch die ganze Landwirtschaft dabei ziehen. Also unsere Gemüsearten, die wir essen, oder Getreide, den ganzen Spaß, woraus ja auch Brot hergestellt wird. Meiner Meinung nach ist das Ganze aber zu viel und zu much für dieses Video. Dafür stelle ich euch ja nochmal unten rein den Link, wo ihr euch nochmal genau darüber informieren könnt. Ich hoffe auch, dass ihr das tut, weil ich finde das Video mega informativ. Auf diesem Video habe ich jetzt auch mein Video aufgebaut. Ich hoffe, das stört euch nicht. Nur ich habe mal wieder so eine riesige Pflanze, die diese Woche noch ein bisschen größer wird. Schon krass, dieser Wald. Naja, ich habe es halt drauf aufgebaut. Ich hoffe, es stört euch nicht. Sorry, ich muss das Video gerade schon wieder unterbrechen, da eine Person mit zwei Hunden an mir vorbeigelaufen ist. Und ich glaube, es wirkt ein bisschen komisch, wenn man so mit einer Kamera an einer Person vorbeiläuft und dabei mit sich selber redet. Im Prinzip, aber ich rede ja mit euch. Das weiß die Person auch nicht. Naja, ihr wisst ja sicherlich, dass wir jetzt bei, beziehungsweise woher solltet ihr das wissen, ihr wisst es sicherlich nicht. Wir haben bei Let's Push You, das ist ein YouTube-Kanal mitgemacht, der unseren Kanal halt ein bisschen promotet und ein bisschen Werbung für uns macht. Dafür haben wir ein Video eingereicht, in dem wir unseren Kanal vorstellen. Da Ohil und ich das aber persönlich ein bisschen langweilig finden, einfach nur zu sagen, jo, der eine geht in den Wald und kommentiert im Prinzip Kommentare und der andere macht geile Gesetze, haben wir uns gedacht, machen wir daraus einfach einen Gag. Das heißt, wir fragen uns während dem Video, wie man das Video gestalten könnte. Das ist meiner Meinung nach ganz gut geworden, dafür, dass wir immer noch so kleine Fitzel-YouTuber sind, die das Ganze auch einfach nur aus Spaß rausmachen. Und dennoch kommen wir nochmal zurück zu unserem Thema Bio. Mein End-End-End-Fazit, weil ich glaube, ich habe immer noch ein paar Punkte vergessen, die ich hätte gerne gesagt. Ich das aber jetzt in meinem verstreubten Kopf nicht mehr alles finde. Naja, Endfazit. Man könnte noch was besser dran machen, zum Beispiel mehr Transparenz schaffen. Transparenz insoweit, dass man alles zurückverfolgen könnte. Am besten über einen QR-Code, übers Handy. Direkt gucken, wo wird das Ganze halt gehalten, hergestellt, von welchem Landwirt ist es gekommen. Weil ich finde, es wird so viel Geld mit Lebensmitteln immer noch gemacht, obwohl sie bei uns in Deutschland so scheiße billig sind. Da sollte man schon ein bisschen mehr Transparenz schaffen können für das Produkt Bio. Oder was natürlich auch möglich wäre, neues Stempelchen oder neues Wappen oder
halt ein ganz neues Konzept zu erschaffen, was halt nochmal einen Ticken besser ist wie Bio. Naja, ansonsten würde ich sagen, schaut bei der Doku vorbei. Freut euch auf nächste Woche, wenn das nächste Thema von euch drankommt. Ich hoffe natürlich auch, dass einer wieder einen Kommentar schreibt, oder von mir aus können es auch mehrere Leute sein, die einen Kommentar schreiben. Dann wird das Video halt ein Stückchen länger. Oder ich packe den Kommentar in die nächste Woche rein. Falls das Video zu früh abgebrochen haben sollte und ich gleich beim Schneiden den ganzen Spaß erst merke, wünsche ich euch immer noch einen wunderschönen Tag.